Liebe Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Unity bzw. dem Sherlock Holmes Simulator. Wir sind am nächsten Mordfall dran und der ist Schwierigkeit 5, also höchste Schwierigkeit. Und bisher haben wir schon interessante Hinweise. Es geht um eine Irrenanstalt, es geht um zerstückelte Leichen am Fluss, einen entlassenen Patienten, der unsere Leiche rausgeangelt haben will. Und vor allem gibt es irgendwie einen Chirurgen oder einen Arzt, der möglicherweise Patienten tötet in der Irrenanstalt, um sie dann zu zerlegen und sich, mit der Anatomie des Menschen vertraut zu machen. So, und hier haben wir ein Haus, vielleicht ist das ja auch schon unser Täter. Vielleicht ist das unser Metzger oder unser Arzt. Wir schauen mal, was die Person hier zu sagen hat. Ehemann einer Patientin von Dr. Ernie. Ah, okay, nein, das ist nicht Dr. Ernie, das ist nur der Ehemann. Leon Doiron, und das ist die, genau, die Leon war die einzige Frau, die, einzige Patientin, die auf der Liste noch nicht durchgestrichen war, richtig? Bitte! Helft mir! Mein Weib ist verschwunden. Sie war gerade vom Metzger gekommen, doch als ich nach oben ins Schlafgemach ging, war sie fort und alles war voller Blut. Es ist bestimmt ihres. Bitte, helft mir! Ah, okay. Aussage von Leon Doiron. Also seine Frau, genau, das war die einzige auf der Liste von diesem Arzt, die noch nicht durchgestrichen war. Und jetzt ist er also auch gekommen, um sie sich zu holen. Möglicherweise unser Täter. Also es spricht alles für einen Massenmörder. Für einen Serienkiller. Dann schauen wir mal, was für Hinweise es oben gibt, möglicherweise auf unseren Täter. Zum Beispiel ordentlich Blutspuren. Überall im Haus ist Blut zu finden. Es ist unwahrscheinlich, dass seine Frau am Leben ist. Offenbar wurde der Körper weggeschleift und in einen Sack gestopft, um sie vortragen zu können. Also irgendwer hat die Frau getötet hier oben und in einem Sack mitgenommen. Okay. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Was haben wir sonst noch hier? Ungekochtes Fleisch aus einer Schlachterei. Scheint noch nicht lange draußen zu liegen. Die Schlachterei muss in der Nähe sein. Also, sie war ja beim Metzger und hat wahrscheinlich Fleisch mitgebracht. Das liegt jetzt hier rum. Möglicherweise möchte man uns auch weismachen, dass der Täter möglicherweise ein Metzger sein könnte. Das würde ja auch für das Hackbeil und so sprechen und für das chirurgische Abtrennen von Körperteilen. Aber ich glaube eher, dass es ein Arzt ist. Ich glaube bisher noch nicht, dass es ein Metzger ist. Seine Frau hat sich gewehrt. Der Angreifer muss einige Probleme mit ihr gehabt haben. Das Haus ist vollkommen chaotisch. In Ordnung, das sind die Hinweise hier am Haus. Also, sie hat sich gewehrt, wurde aber getötet. Auf ziemlich blutige Art und Weise in den Sack gestopft und mitgenommen, war vorher beim Metzger. Vielleicht sprechen wir auch mit dem Metzger, aber das waren erstmal die Hinweise, die wir hier haben. So, es gibt aber noch mehr Schauplätze. Welche haben wir denn noch nicht besucht? Da haben wir den Friedhof, da haben wir alle Hinweise. Das Tor, da haben wir auch alle Hinweise geholt. Genauso in der Anstalt. Und dann gibt es noch das Büro. An der Seine waren wir, mit dem Fischer haben wir gesprochen. Und hier die Schlachterei. Da wollen wir natürlich auch noch hin. Aber wie gesagt, mein Hauptverdächtiger ist Dr. Ernie. Mit dem möchte ich eigentlich sprechen. Naja, wir gehen erstmal zu unserem nächsten Schauplatz. Und das ist hier, die Metzgerei. So. Örtlicher Schlachter, Edgar Duchamp. Was hast du zu sagen, mein Lieber? Bist du unser Täter? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Mord? Irgendein Spinner kam vorbei und faselte etwas von einer Leiche. Mehr weiß ich nicht. Aber wie wär's mit frischem Schweinefleisch? Mein Gehilfe löst es euch perfekt aus. Er ist etwas langsam im Kopf. Er kam vor ein paar Wochen und suchte Arbeit. Aber ich sage euch, der Junge hat Talent. Ein Talent, das mir endlich etwas mehr Zeit zum Angeln verschafft. Oh, okay. Auch das ist jetzt interessant. Also wir haben hier einen Schlachter, der kennt sich natürlich damit aus, Sachen zu zerlegen. Und ich meine, wenn er Schweine zerlegen kann, dann kann er auch Menschen chirurgisch zerlegen. Und er angelt gerne. So. Und er hat einen neuen Gehilfen, der kam vor ein paar Wochen. Das ist bestimmt der Patient, der entflohen ist. Möglicherweise ist auch er es. Schauen wir mal, was der zu sagen hat. Der kann gut Leichen zerlegen oder halt Tiere zerlegen. Ich will nur Arbeit. Ich tu niemandem was. Was wollt ihr? Ich muss arbeiten. Schlachter, Aussage des Gehilfen des Schlachters. Also irgendwo gibt es hier auch noch einen Hinweis. Ich schau gerade mal. Ah, okay, hier liegt auch wieder so ein Schlachtermesser, ne?
Schlachtermesser, sie gehören offenbar zu einem Satz, allerdings fehlt ein großes Hackbeil. Ja, das große Hackbeil ist nämlich im Hafen. Das spricht auch wieder für ihn hier oder für den Gehilfen. Also einer von den beiden. Die beiden sind auf jeden Fall auch verdächtig, alleine schon, weil sie sich damit auskennen, wie man Dinge gut zerlegt. Ja? So, was haben wir noch? Wir haben noch das Büro. Das Büro ist dort. Dann gehen wir da auch mal hin. Also wie gesagt, die beiden auf jeden Fall verdächtig. Der eine Kerl, der da der Irrenanstalt entflohen ist und der gerne mit dem Angler und so, der war es glaube ich nicht. Der hat tatsächlich meiner Meinung nach nur die Leiche gefunden und hat die an Land gezogen und zum Friedhof gebracht. Ich glaube seine Aussage. Aber sowohl der Metzgergehilfe wie auch der Metzger selber sind natürlich alleine schon wegen ihrem Können verdächtig. Aber mein Hauptverdächtiger ist und bleibt Dr. Ernie, weil der hat halt vor allem ein Interesse daran. Der möchte die Leichen untersuchen, um eben mehr über die Anatomie des Menschen herauszufinden. Ist er das? Natürlich ist das mein Journal. Es beweist, dass mein Gehilfe hinter meinem Rücken Aufträge annimmt. Er kommt oft zu spät und verschwindet zwischendurch. Mir ist egal, wie gut er mit dem Messer ist. Ich kann keinem Mann trauen, der Patienten stiehlt. Ich entlasse ihn besser. Aussage des Chirurgen. Das ist unser Chirurg hier. Der eigentlich mein Hauptverdächtiger ist. Er lenkt unseren Verdacht aber wieder auf jemand anderes. Nämlich auf seinen Gehilfen. Das ist wahrscheinlich der, der oben ist. Und damit will das Spiel uns natürlich noch mehr in die Irre führen. Jetzt haben wir gleich 4 Verdächtige. Und dann wird's interessant. Dann muss ich mal nochmal alles durchschauen. Das ist nämlich wahrscheinlich jetzt auch schon der letzte Hinweis hier. Was soll ich sagen? Mein Meister ist ein guter Bader, aber ein schlechter Chirurg. Ich verdiene mit seinen Patienten ein bisschen Geld nebenher. Dazu brauche ich den Arzt nicht. Okay, das war die Aussage des Gehilfen des Chirurgen. Haben wir jetzt noch irgendwo Hinweise oder sind das alle, die wir jetzt haben? So, wir haben acht Schauplätze besucht. Dann schaue ich nochmal eben, ob wir auch alles haben. 4 von 4. Hier am Hafen 2, 3, 4, 4, 1, 5. Okay, wir haben alle Hinweise. So, also grundsätzlich lässt sich sagen, es gibt 5 Leute, die wir beschuldigen können. Das ist ja schon mal nicht so viel wie bei manchen anderen Mordfall. Und zwar haben wir einmal den Arzt, der Chirurg. Der würde in Frage kommen, weil er meiner Meinung nach ein Motiv hat. Erstens, mehr über die Anatomie des Menschen herausfinden. Zweitens, kommt er leicht an die Leute ran mit diesen Patientenlisten aus der Irrenanstalt. Er hat also die Möglichkeit, er hat ein Motiv. Und er hat auch das Können, eben chirurgisch zu agieren. So, das spricht meiner Meinung nach für den Chirurgen. Dasselbe gilt aber eigentlich fast genauso für seinen Gehilfen, der also auch in Frage kommt. Und dann haben wir wiederum den Metzger, der hat ebenfalls das Werkzeug, der hat ebenfalls das Können, aber der hat eigentlich kein Motiv. Warum soll der Leuchte zerhaken, außer weil es ihm Spaß macht? Wiederum in Frage kommt der entflohene Patient, ich glaube, dass der Gehilfe von dem Metzger der geflohene Patient ist, der aus der Irrenanstalt entflohen ist. Das würde ich vermuten. Was für mich nicht in Frage kommt, ist der Kerl am Hafen. Da lag zwar noch ein Arm, aber ich meine, also hier werden die Leichen ja zerhackt unter dem am Fluss. Das spricht auch wieder für den Metzger, weil der gerne angelt und gerne am Fluss ist. Der Gehilfe, der ist zwar irre und der kennt sich auch aus, der kann gut Sachen zerlegen. Der hätte halt das Motiv, also was heißt Motiv hat er nicht, aber der ist halt irre. Also ich meine, ein Irrer braucht kein Motiv, der tötet, weil es ihm Spaß macht oder was auch immer. Oh, das ist jetzt schwierig. Also, wie gesagt, der fällt für mich weg. Das heißt, ich habe 4, die übrig bleiben. Eigentlich würde ich so nach dem Bauchgefühl sagen, der Chirurg, weil mir gefällt diese Geschichte so, ja, der geht in die Anstalt, tötet da Patienten und zerhackt die dann, um sich irgendwie die Anatomie anzuschauen und so. Das gefällt mir eigentlich, die Geschichte. Ich fände es schön, wenn er es wäre, weil es einfach schön passen würde. Aber der Gehilfe kann es natürlich genauso sein. Und auch die beiden. So, jetzt schauen wir nochmal in die Fallakte rein und schauen uns nochmal alle Hinweise genau an. Das ist jetzt interessant. Wie gesagt, 4 würde ich so... also ich würde den am Hafen ausgrenzen. Ich glaube, der war es nicht. Der hat zwar hier zum Beispiel eine Ratte mit dem Angelhaken gespießt und so und das macht ihm Spaß, aber der ist halt irre und der hat dann die Leiche da rausgeangelt. Das macht schon Sinn. So, der Patienten der Anstalt, Gilles Benoit, er habe durch eine Infektion einen Arm verloren. Für die Amputation sei kürzlich ein Chirurg in die Anstalt gekommen. Die Schnitte an der Leiche auf dem Friedhof waren sauber, kein Zeichen von Zögern. Okay, spricht wiederum für unseren Chirurgen.
Dann haben wir hier ein Buch in der Anstalt gefunden von Fischarten. Daran finden sich eingekreiste Bilder und Beschreibungen von vielen. Okay, das ist kein besonders wichtiger Hinweis. Genauso wie die zerstochene Matratze. Das spricht nur weiterhin dafür, dass er halt irre ist, der Kerl. Der Fischerkerl. Aber das, ich glaube trotzdem nicht, dass ihn das verdächtig macht. Dann haben wir in der Anstalt gefunden ein zerrissenes Medizinjournal. Und der Arzt hat auch bestätigt, dass es seins ist. Seiten eines medizinischen Journals aus einem Chirurgen namens Dr. Lennart Erny gehört. Es ist voller Zeichnungen der menschlichen Anatomie und chirurgischer Vorgehensweisen. Darin findet sich außerdem eine Liste von Patienten und deren Adressen. Alle Namen bis auf einen, den von Charlotte Doiron, wohnhaft in der Rübe, wurden durchgestrichen. Für Finder steht darin auch die Adresse des Chirurgen. So, das ist schon mal interessant. Der Arzt nämlich, mit dem wir hier, den wir hier unten haben. Ich meine, dass der Arzt sich mit chirurgischen Eingriffen auskennt, ist klar. Dass der Zeichnungen der menschlichen Anatomie und chirurgischer Vorgehensweisen hat, ist auch klar. Das ist nun mal sein Job. Aber diese Liste mit Patienten und dann die durchgestrichen, ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass der einfach seine Patienten halt alle aufgeschrieben hat, macht auch Sinn, ist halt ein Arzt. Und dass er dann die durchgestrichen hat, die halt nicht mehr sind, ja, die gestorben sind, das macht auch Sinn, dass er die dann durchstreicht, weil, es sind halt seine Patienten, also das könnte man auch noch verstehen, so, ja, das muss nicht unbedingt gegen ihn sprechen. Andererseits finde ich es trotzdem verdächtig. Dann, der Chirurg an sich sagt, das Journal gehört ihm. Sein Gehilfe habe es zurückgelassen, als er eine eigenständige Operation in der Anstalt durchführte. Scheinbar traut er seinem Gehilfen nicht. Also, das wiederum spricht natürlich massiv für den Gehilfen, denn dann ist der Chirurg, der in die Anstalt kam, der den Arm abgetrennt hat, wahrscheinlich nicht unser Chirurg hier, sondern sein Gehilfe, der nebenbei mit den Patienten unseres Arztes verdient. Und möglicherweise war es dann tatsächlich der Gehilfe. Der Gehilfe hat gesagt, sein Chef sei ein furchtbarer Chirurg. Sagt er nicht viel, nur dass er Aufträge von außerhalb für zusätzliches Geld annehme. Ja, das spricht auch wieder für unseren Gehilfen, denn der Chirurg, wenn der ein furchtbarer Chirurg ist, dann macht er ja keine perfekten Eingriffe. Das heißt, also ich glaube inzwischen, die Hinweise sprechen eher gegen unseren Chirurgen, die sprechen eher für den Gehilfen. Große Fußabdrücke. Ja, das spricht für gar nichts, denn am Friedhof wissen wir ja, da ist gar nicht der Tatort gewesen, sondern da hat nur unser Kerl den hingebracht. Die Leiche wurde zerstückelt, die Schnitte sind präzise, chirurgisch. Spricht wiederum nicht für unseren Chirurgen, weil unser Gehilfe sagt ja, der wäre schrecklich als Chirurg. Ein Angelhaken wurde, okay. Tang, das ist auch nicht wichtig, eine Tasche mit Ködern, Haken ist auch nicht wichtig. Der Fischer sagt, er hat die Leiche gefunden, die kam den Fluss herab, ist auch nicht wichtig. Abgetrennter Arm, scheint von einer Frau zu stammen. Am Handgelenk sind frische Kratzer. Leon, Ehemann des möglichen Opfers. Der Ehemann des verschwundenen Schaus scheint in Aufruhr. Er gab an, seine Frau sei zum Schlachter gegangen, bevor sie verschwand. Wirkt aufrichtig. Ja, die Frau ist zum Schlachter gegangen, aber die Frage ist, reicht das schon, um den Schlachter zu verdächtigen? Im Haus hat man eine Blutspur und rohes Fleisch. Seine Frau hat sich gewehrt. Der Angreifer muss einige Probleme mit ihr gehabt haben. Das Haus ist vollkommen chaotisch. Das spricht ja wiederum dafür, dass unser Angreifer, unser Täter, nicht sonderlich stark ist. Muss ich mir gleich nochmal den Chirurgen und den Gehilfen anschauen, ob die muskulös oder groß aussehen. Der Gehilfe des Schlachters ist nicht ganz richtig im Kopf. Sagte nicht viel, seine Schuhe waren sandig. Oh, das habe ich natürlich noch nicht gelesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja eigentlich vier Leute. Wir haben einmal die eigentlichen, also den Chirurgen und den Metzger, und dann haben wir jeweils einen Gehilfen. Den Metzgergehilfen und den Chirurgengehilfen. Aber ich muss sagen, in beiden Fällen finde ich eher die Gehilfen verdächtig. Also bevor ich die eigentlichen Leute, nämlich den Chirurgen und den Metzger, verdächtigen würde, würde ich eher die einen der Gehilfen verdächtigen. Der Schlachter gab an, jemand sei in seinen Laden gekommen und damit etwas von einer Leiche erzählt. Er wirkt sehr entspannt und liebt das Angeln. Gab weiter an, er habe einen neuen Gehilfen eingestellt, der gut mit dem Messer umgehen könne. Schlachtermesser, sie gehören zu einem Satz. Bernard Lassalle leitet die Anstalt. Er bestätigt die Echtheit des Entlassungspapiers, das ich in der Tasche fand. Der entlassene Insasse, der in dem Dokument beschrieben wird, plante offenbar Fischer zu werden. Aus der Anstalt sei außerdem vor einigen Wochen ein Patient geflohen. Ein großes und scharfes Beil. Lederriemen wird eingesetzt, um Gefangene oder Patienten festzubinden. Das wiederum spricht gegen den Metzger. Wobei. Der eine ist doch abgehauen. Der eine Patient ist doch entflohen aus der Anstalt. Also möglicherweise hat er das mitgenommen. Das spricht wiederum möglicherweise für den Gehilfen des Metzgers. Leichen scheinen schon seit mindestens einer Woche hier zu sein. Sie wurden in Stücke gehackt und können nun nicht mehr identifiziert werden. Die Seiten gehören zu einem medizinischen Tagebuch. Darauf sind Abbildungen der menschlichen Anatomie. Einige Patientennamen wurden durchgeschichten, könnten potenzielle Mordopfer sein. Also, so nach den Hinweisen hier, muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermute, dass es der Gehilfe des Chirurgen ist. Ich glaube nicht, dass es der Chirurg selber ist. Ich schaue ihn mir nochmal an. Sieht der stark aus?
meine, der sieht nicht nach dem typischen Mörder aus, oder? Und der Gehilfe von ihm, den wir oben haben, der sieht eher relativ klein aus, oder? So ein bisschen schmächtig. Der sieht so aus, als hätte er Probleme, mit der Frau klarzukommen. Hat er ein Motiv? Hat er die Mittel? Also er kann chirurgisch arbeiten. Er kann an die Patienten rankommen über den Chef von ihm, dem er die ja quasi geklaut hat, diese medizinischen Einträge. Außerdem spricht einiges dafür, dass er derjenige war, der in die Anstalt gegangen ist und den Arm abgetrennt hat. Also er hat die Mittel, er hat, ja, aber das Motiv möglicherweise, er wird von außerhalb beauftragt. Vielleicht macht er das für irgendwen. Er sagt ja, er nimmt Aufträge von außerhalb an. Also, ich würde sagen, wenn er es nicht war, dann war es der Gehilfe des Metzgers. Aber ich werde jetzt erstmal ihn beschuldigen. Ich finde, vieles spricht für ihn. Ich bin gespannt. Was soll ich sagen? Mein Meister ist ein guter Bader, aber ein schlechter Chirurg. Ich verdiene mit seinen Ihr glaubt, nur weil ich den infizierten Arm meines Patienten amputiert habe, könnte ich auch einen Mord begehen? Wie dumm seid ihr eigentlich? Ah, okay, er war es nicht. Das ist interessant. Also ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, er war das. So, das war die falsche Besonderheit. Also in letzter Zeit, gut, ist halt auch ein Stufe 5er Mordfall, aber ich schäme mich ja, dass ich das nicht richtig mache. Ich werde vielleicht besser kein Kriminalkommissar, ja. Aber dann würde ich sagen, wenn er es nicht war, ich glaube nicht, dass es der Chirurg selber war, dann... Aber ich meine, das macht aber auch keinen Sinn. Der Metzger-Gehilfe... Wie soll der an die Patientenakten kommen? Aber ich meine, der hat sandige Schuhe, der hat... Das Metzgerbeil ist weg. Der, war in der Irrenanstalt. Also, ich, wie gesagt, der ist es, glaube ich, nicht. Und der Chirurg meine ich auch nicht mehr. Und der Metzger selber auch nicht. Dann würde ich vermuten, war es der Metzger-Gehilfe. Der aus der Anstalt entflohen ist. Aber ich meine, irgendwie... Ich hätte jetzt mir gewünscht, dass es halt der Chirurg oder der Chirurgen-Gehilfe war. Das wäre einfach schön gewesen, so die Story. Weißt du, die Clown da, die, also, beziehungsweise die töten die Patienten. Und, die töten die Patienten und schauen sich die Anatomie an und so. Das fände ich einfach schön. Aber gut, dann ist es vielleicht er hier. Wahrscheinlich ist das auch wieder nicht, aber naja, okay. Ich will nur Arbeit. Ich tue niemandem was. Was wollt ihr? Lasst mich Fleisch auslösen. So viel zu tun und so wenig Zeit. Noch jede Menge Fleisch zu schneiden. Nicht aufhören. Niemals. Ja, also es war der Irre aus der Irrenanstalt. Ja, ich meine, da hatte ich ja insofern schon recht am Anfang. Ich habe ja direkt gesagt dann, bevor ich jetzt irgendwie beschuldigt hatte, ich glaube, dass es einer der Gehilfen ist, weil weder der Chirurg noch der Metzger und der am Fluss sowieso nicht schien verdächtig. Also ich hatte zumindest schon mal die richtigen zwei eingekreist. Dann habe ich halt in dem Fall zum ersten den falschen Gehilfen beschuldigt, was natürlich schade ist. Ich hätte es lieber direkt richtig gemacht. Es hat ja auch für beide einiges gesprochen, muss man sagen. Es hat für den Gehilfen hier gesprochen, dass der selber in der Irrenanstalt war, dass der den Riemen und so geklaut haben kann, dass das Metzgerbeil fehlte, dass der sandige Schuhe hatte. Wiederum gab es ja viele entlastende Beweise für den Fischer am Strand. Aber es gab ja auch Hinweise auf den Gehilfen vom Metzger. Der sagt, der Metzger kann das nicht gut. Der eine, der Gehilfe vom Metzger, der Gehilfe vom Chirurgen kann das gut. Der hat die Patientenakten geklaut, die wir gefunden haben und so. Das hat ja auch, also einiges hat auch für ihn gesprochen. Aber naja, gut, eine Falschbeschuldigung ist in Ordnung. Und wir haben den richtigen gefunden. So. Furchtbar. In diesen Gewässern fische ich nie wieder. Ja, da schwimmen Seht Leichen euch rum. Und nehmt euch eine Waffe. Echt eklig, in der Seine schwimmt so bestimmt so einige Leichen rum. So, 1500 Livre, eine falsche Anschuldigung. Finde ich schade, könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr sofort oder ob ihr richtig vermutet habt. Ich denke mal, die meisten, die das vorher nicht selber gespielt haben und die Lösung nicht kennen, die aber zuschauen, werden ja mit überlegen, wer der Mörder ist. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr den richtigen hattet oder was ihr geglaubt habt, wer es war. Ich meine, ich habe euch ja quasi auch so die Hinweise alle vorgegeben und habe euch ja erzählt, was ich so glaube. Insofern wird es für euch wahrscheinlich einfacher gewesen sein, aber ihr werdet wahrscheinlich auch einen von den beiden verdächtigt haben. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich fand den Mordfall wieder sehr spannend, vor allem die Geschichte mit zerstückelten Leichen und so, das gefällt mir gut. Und wir haben einen Offiziers-Henkerball bekommen. Beim nächsten Mal machen wir dann wahrscheinlich den nächsten Mordfall, wir machen die nämlich echt Laune und ihr könnt wieder einschalten bei Unity. Bis dahin, euch einen schönen Tag und alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Walle, bye bye.